viele neue kleine Mäuse, die gekommen sind. Und wir haben uns was ausgedacht und was vorbereitet für die Eltern, aber auch für die kleinen Mädchen. Unsere etwas älteren Mädels werden eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen und wir hoffen, sie haben Spaß dabei und wünschen ihnen und uns auch einen schönen, angenehmen Weihnachtstag heute. Und ja, meine Freunde, dürfen wir anfangen? Ja.
verwaiste und wie es damals hieß, verwahrloste Kinder. 1848 gründete er Verband Innere Mission in Deutschland, um die Zusammenarbeit aller diakonischen Träger zu ermöglichen. Er ist einer der Gründungsväter der Diakonie. Für die Kinder im Brauerhaus wollte er die Vorfreude auf das Christfest zu einem wahnsinnigen Erlebnis werden lassen. So ließ Michan am 1. Advent 39 auf einem Wagenrad 23 Kerzen anbringen. 4 weiße Kerzen und 19 kleine rote Kerzen für die Werktage im Advent. Diakon Hans zündete jeden Tag eine Kerze an, sodass zuletzt alle 23 Kerzen wie ein Strahlkranz erleuchteten. Dies war der erste Adventskranz. Als im Jahr 1839 der heilige Abend kam und alle Kerzen verbraucht waren, erstrahlte der Weihnachtssong in seinem Glanz. So ist Johann Heinrich Michan nicht nur der Vater der Diakonie, sondern auch der Vater des Adventskranzes. So sah der Adventskranz früher aus, und zwar auf einem Holzrad aufgestellt. Die Tannenzweige kamen erst später hinzu und er hing den Kranz an die Decke, sodass jeden Abend ein Kerzenlicht mehr erstrahlt. Nachdem sie das gesagt hatte, erlosch auch sie.
und sieht, dass drei Kerzen ausgegangen sind. Er fragt, warum brennt ihr denn nicht mehr? Und der Engel wurde sehr traurig. Da sprach die vierte Kerze. Hab keine Angst, solange ich brenne, können die anderen wieder angezündet werden. Denn ich bin die Zuversicht. Mit leuchtenden Augen nahm der Engel die Kerze der Zuversicht und zündete die anderen drei Kerzen wieder an. So soll die Flamme der Zuversicht immer bei uns sein. Und so behalten wir den Frieden, das Vertrauen und die Liebe für alle Zeiten bei uns. Thank you.
Applaus.